Es ist Donnerstag, kurz vor 7 Uhr. Ich habe umgesattelt. Ich habe wieder die Vierachs-Baggerbrücke dranhängen und fahre mal wieder nach Sembach und lade dort einen Brecher von uns. Rechte Kreisen oder ja? Thank you.
Das, was ihr eben gesehen habt, war leider alles, was meine Kamera am Donnerstag aufgezeichnet hat. Mehr als das finde ich nicht. Alle Speicherkarten habe ich jetzt durchsucht. Tut mir echt leid. Auf jeden Fall habe ich den Brecher nach Merzig gefahren, auf unsere Abrissbaustelle vom Aldi-Markt. Und dann bin ich weiter nach Ensdorf zur Firma HSB und habe dort dann einen Abwassertank geladen und den habe ich nach Mannheim gefahren. Das war alles, was ich an diesem Donnerstag gefahren habe. Und wie es am Freitag weiterging, das seht ihr jetzt. Sorry. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 25. Februar, es ist 10 vor 7 und ich habe heute zwei Sahnetürchen. Einmal von der Lieper in Landstuhl nach Undenheim und dann nochmal zurück von Landstuhl nach Berglicht. Das ist in der Eifel oben. Jo, läuft. Heute Morgen hatte ich kleinere Probleme. Der Bolzen in Fahrtrichtung rechts wollte und wollte nicht aufgehen. Irgendwann nach mehrmaligem Versuchen ging er dann auf. Ich hoffe, das war nur, weil er heute Morgen noch müde war. Keine Ahnung. Vorne stehen schon die gelben Arme in die Luft gestreckt. So, gehe schnell abhängen, beziehungsweise laden, wenn es geht.
gleich. Alles funktioniert. Seltsamerweise. So, das gehe ich schnell laden. Wie gesagt, laden fertig bin, geht's weiter. Undenheim ist in der Nähe, ja grob in der Nähe von Mainz. So mittig zwischen Alzey und Mainz. Ich werde jetzt eine gute Stunde fahren bis dahin. Hat noch gar keinen Lenkdruck gegeben. So.
da schon Baumaschinen. An der Rümer wieder, alles passt doch. So, die schnell abladen. Bis gleich. Zeug abgehängt. Arbeitsschuhe zur Seite legen. Kurz bei Rewe, mir mal Frühstück geholt. Was sein muss, muss sein.
wenn ich einen Gang einlege, dann fährt er auch vorwärts. Macht Sinn, oder? Nach Landstuhl in die Liebherr-Niederlassung. Dort lade ich dann nun einen R926 Kompakt. Der geht in das schöne Ortchen Berglicht in der Eifel. Ob der Ort schön ist, weiß ich nicht, aber ich finde den Namen cool. Uhr 36 ist es. Ja, also bis 14 Uhr dürfte ich dann an meiner Endladestelle sein. Jetzt wird den Bagger geladen. Einen R926. Heute Morgen habe ich noch gesagt, den kann ich locker laden mit dem Dreiachse-Tieflader. Ich bin an der Obergrenze. Ich hab eine Achslast auf dem Tieflader von 35, hätte ich nicht gedacht, dass der in Anführungszeichen Minibagger so schwer ist. Jetzt macht er den Blinker raus. Strecke, die es mir hier anzeigt, die werde ich nicht fahren. Das hat schon mal sehr gut geklappt hier. Es sind 37 und ich bin schon leer. Mein Abladen dauert eh nie lange. Ja. Die Jungs hier von der Firma waren auch alle sehr hilfreich, sind alle gar sofort hergekommen und jeder hat irgendwo mit angepackt. Ja, ist halt auch ein neuer Bagger. Ne? Da muss jeder gleich herkommen, gucken, helfen, machen, tun. War schön. Gerne wieder hier. So, ich kürze.
jetzt fahre ich nach Sembach, wieder mal zur US-Armee, falls ich noch reinkomme. Und hole dort eine Walze. Was ein Wetter. Fängt ja an zu regnen. Ich habe hier noch in Wöllstein, habe ich hier gerade die Walze. Ich hoffe, man kann die erkennen. Habe ich abgeladen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Eine gute Stunde brauche ich. Dann ist es 18.30 Uhr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis morgen. I can see the sky.